Yes, servus Leute, wie geht's euch? Heute geht meine Leitung nach Thailand. Ich freue mich sehr, den Marcel im Interview begrüßen zu dürfen. Servus Marcel. Ja, hi. Cool, dass es geklappt hat. Cool, dich zu sehen. Ja, ich überlasse dir einfach mal gleich das Wort und bei dir ist jetzt 16 Uhr in Thailand, dann stelle ich doch einfach mal, oder 16.40 Uhr schon, na, ich bin ganz... 16.40 Uhr, genau, ja. Schieß ja, doch einfach mal los, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was treibst du so? Ich bin Marcel, 33 Jahre alt und ja, wie du sagtest, in Thailand. Ich bin seit 2018 auf Weltreise, mittlerweile nenne ich es Reise, weil ich seit 2018 im September nur noch in Asien unterwegs bin. Im September 2018 habe ich halt meinen Job gekündigt, meine Wohnungen verkauft und alles aufgelöst in Deutschland und wollte mal gucken, wie so ein freies Leben ist, was man nicht gerade so durchstrukturiert. Vorher war ich in der Projektleitung tätig als Baustellenleiter und ja, seitdem bin ich jetzt unterwegs und im letzten Jahr bin ich dann halt, habe ich überlegt, was kannst du machen beruflich. Ich habe halt festgestellt, dass ich nicht mehr zurück möchte nach Deutschland in einen normalen 9-to-5-Job und da ich schon länger der DNX folge, habe ich mir da immer wieder Inspirationen geholt und jetzt seit kurzem habe ich mich dazu entschlossen, irgendwas in der Fitness- und Gesundheitsbranche zu machen. Wo das jetzt genau enden wird, wie das genau aussehen soll, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe jetzt bei der OTL, eine Online-Akademie ist das, so angefangen, ein Diplom zu machen, wo dann Fitnesstrainer drin ist, Ernährungsberater und Personal Trainer. Ja, genau. Das ist meine aktuelle Situation. Meine Zeit gerade Corona-bedingt ein bisschen länger jetzt in Thailand. Ja. Ja. Cool, vielen Dank dafür schon mal, dass du dich vorgestellt hast. Das ist spannend. Ich glaube, dieses OTL-Diplom, ja, das ist von dem Ben Sattinger, diese Online-Trainer-Lizenz, da war doch bei der DNX so ein Workshop, ein Keynote hat er gegeben. Ja, genau. Dadurch bin ich dazu gekommen. Der hat mir so die Augen geöffnet, dass vorher halt einige negative Glaubenssätze gehabt und der war ja auch Personal Trainer. Und der hat mir dann noch ein bisschen mehr die Augen geöffnet und gezeigt, dass man da schon viel und erreichen kann. Der hat jetzt da ein richtig geiles Unternehmen aufgebaut, eine richtig geile Plattform. Und da ich mich immer, wo ich mich gefragt habe, was möchtest du machen, immer der Gedanke Sport im Kopf war, war ich eigentlich froh, dass ich ihn gehört habe und dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe. Und jetzt freue ich mich total drauf. Ja, mega. Dann für alle, die es auch noch interessiert, ich packe den Link mal zu der Online-Trainer-Lizenz in die Shownotes. Jetzt sind wir gerade schon voll beim Thema Sport und Ernährung. Du hast gesagt, das Erste, was dir in den Kopf kam, wie du gesagt hast, irgendwie selbstständig machen oder irgendwas außerhalb von der Bauleitung, Projektleitung, kam dir als erstes Sport in den Kopf, ne? Wie ist deine Geschichte so in Sachen Ernährung, Sport? Wie hat sich da der Zusammenhang entwickelt? Ja, Sport mache ich eigentlich schon seitdem ich klein bin. Das hat angefangen, keine Ahnung, wie alt war ich da? Die Pampersliga, wie alt ist man da? 4 Jahre, glaube ich, ne? Pampersliga. Ja, so die Bambinis hießen die, glaube ich. Da war ich dann so 4, 5 Jahre. Da habe ich dann 2 Jahre Fußball gespielt, aber das war dann nichts für mich. Das habe ich ziemlich schnell festgestellt. Und dann bin ich zum Taekwondo gekommen, Kampfsport. Und das hat mir total Bock gemacht. Und das habe ich auch 13 Jahre lang gemacht im Verein. Anfang war ein bisschen lockerer, aber es ist dann nachher dann immer mehr im Wettkampf reingegangen. Und ja, also seit dem Taekwondo, da hat es bei mir so Klick gemacht, habe ich gesehen, dass man sich viel besser fühlt und sich viel besser motivieren kann durch den Sport. Und da ist dann halt immer mehr dazugekommen. Ich bin dann halt viel Rennrad gefahren oder Rad mit meinem Onkel, bin joggen gegangen. Als ich dann älter war, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt, wenn ich auf Reisen bin, gehe ich sehr gerne tauchen.
Das hätte ich jetzt, hätte ich nachher auch noch gefragt, wie du jetzt deinen Sport auf Reisen machst, weil das finde ich immer so, das war bei mir, ist das auch immer so eine Frage, weil ich ja auch in die Richtung gehe, so digital unterwegs zu sein oder ortsunabhängig, aber bei mir ist da immer so im Kopf so, wie gestalte ich meine Ernährung und mein Sport auf Reisen halt. Ich kann mir das nicht so vorstellen, aber wir haben ja im Vorgespräch auch schon gequatscht. Du hast ja erzählt, dass du da auch eine geile Wohnung hast, die ein Fitnessstudio dabei hat und so, ne? Ja, genau. Ja, das ist es gerade, natürlich Luxus oder ein bisschen anders zum Reisen. Ich bin jetzt halt länger hier, habe mir jetzt hier eine Wohnung gemietet. Normal gucke ich dann aber auch, dass ich mir ein Hotel nehme oder eine Airbnb, wo dann so ein Fitnessstudio drin ist, wo man ins Gym gehen kann. Oder ich gehe halt sehr viel laufen. Also das habe ich für mich festgestellt, auch während dem Beruf, wenn man nicht so viel Zeit hat. Wenn man laufen geht, sind nur ein paar Laufschuhe, die muss man mitnehmen und das kann man eine halbe Stunde machen oder zwei Stunden, das ist immer am besten. Aber jetzt hier in Asien ist es halt auch einfach, ein Gym zu finden oder ja, tauchen, Wassersport, viele mögen auch surfen, gehen surfen. Das war auf Bali total geil. Da gibt es genug. Ja, was ich total geil finde, teilweise gibt es so Bootcamps am Strand, wo man dann, dann mit einem Hammer auf dem Reifen hauen muss, Autoreifen umhauen muss und dann Seile schwingen muss, wo dann der ganze Körper trainiert wird. Also das gefällt mir richtig geil. Das mache ich halt auch privat viel oder vorher in Deutschland. Ja. Da bin ich immer mit ein paar Kumpels, da hatte ich mal ein Team gegründet und da sind wir mit einem Team immer auf so Hindernisläufe gegangen wie Tough Mudder oder Xletic, wenn ihr das was sagt. Ja, sagt mir was. Und ja, genau. Und von daher, sowas macht mir total Bock. Also ich mag es eigentlich, das hat sich immer mehr herausgestellt, dass ich es immer extremer und mehr Herausforderungen brauche. Ja. Halt nicht auch nur so normal, einfach ins Gym zu gehen oder nur laufen, aber mal ein bisschen Abwechslung halt. Okay. Ja. Bin jetzt auch schon einen 100-Kilometer-Marsch gegangen, halt dann, dass man sich auch mental mal ein bisschen herausfordert. Wow, Respekt. Respekt. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also da bin ich mit mentalen Herausfordern, ne? Du hast ja dann sehr lang den Kampfsport gemacht und kamst dann auch so in die Fitnessrichtung und so. Da konntest du da irgendwas mitnehmen, sag ich mal, aus dem Sport, was du auf dein anderes Leben, also auf den Rest, auf die anderen Lebensbereiche irgendwie reflektieren konntest? Ich sag mal. Ja, definitiv. Also der Sport, der hat mir immer sehr viel gegeben und wenn es mir schlecht ging, habe ich immer Sport gemacht und ich konnte das dann so ummünzen auf meine Lebensbereiche, dass ich dann halt immer gesehen habe, wenn man ein Ziel hat, dass man das dann halt erreichen kann. Ja. Also ich habe mir das dann immer, also beim Sport, also ich war immer so, wenn ich laufen gegangen bin, ich habe mich immer dann für einen Halbmarathon oder einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet, hat mir dann eine Zeit vorgenommen und die wollte ich dann erreichen. Und so habe ich das dann auch immer im Job gemacht, dass ich mir dann ein Ziel vorgenommen habe und das dann erreichen wollte oder dann auch erreicht habe. Am Anfang dann halt immer kleinere Ziele, die sind dann halt immer größer geworden, im Sport wie im privaten Bereich. Ja. Und natürlich der Sport, der unterstützt natürlich auch im Privatleben. Man fühlt sich viel fitter, mentaler auch. Der Kopf ist viel klarer, man kann besser denken. Das wirkt sich überall aus. Ne? Also, das finde ich ein wichtiger Punkt, ja, einfach das mal nochmal zu hören so von dir, was Sport ausmachen kann. Ne? Also bei mir merke ich das auch immer, wenn ich morgens, sei es nur, also nicht mal, man muss ja nicht mal sagen, Sport muss irgendwie so sein, dass du jetzt nach einer Stunde total platt bist, sondern wenn du dich einfach eine Stunde bewegt hast, dann läuft der Tag schon ganz anders. Je nachdem, was man bist. Genau. Wenn man keinen Bock hat oder wenn man zu viel trainiert hat, dann gehe ich auch nur spazieren am Strand. Das zeigt mir dann auch schon auf. Genau. Frische Luft. Am liebsten gehe ich raus, mache ich draußen Sport. Ja, genau. Hast du jetzt früher schon mal dann, weil also jetzt haben wir Thema Sport und so behandelt, jetzt mal so ein bisschen ins Thema Ernährung, hast du irgendwie schon mal Gewichtsprobleme gehabt oder hast du dich mit den Themen Ernährung schon immer beschäftigt oder kamst du da ein bisschen dazu durch Sport oder wie? Ich hatte eigentlich schon immer Probleme mit dem Gewicht, seitdem ich klein war. Echt? Aber mich hat es eigentlich nie großartig interessiert. Also ich war jetzt nie extremst dick, aber so, keine Ahnung, so 5 Kilo zu viel, sage ich jetzt mal, also Bauch und so.
wenn man ein Kleinkind ist, ist das schon viel, sage ich jetzt mal. Und ja, dann, wo ich dann mit dem Taekwondo angefangen habe, dann habe ich halt auch, da ging das dann automatisch irgendwie durch den Sport, dass man was verloren hat. Aber dann fing es dann halt an, Wettkampf, wollte ich Wettkampf machen und dann wird man in Gewichtsklassen aufgeteilt. Aha. Und ja, dann habe ich dann festgestellt, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wann ich meinen ersten Wettkampf hatte, dann war ich dann vielleicht 11 Jahre und dann habe ich gesehen, ich muss dann gegen Kinder kämpfen, die 13 oder 14 waren. Ja. Hier gewogen habe wie die. Und dann habe ich mich dann natürlich damit beschäftigt. Dann habe ich überlegt, was machst du? Weniger essen. Bin dann halt neben dem Kampfsport, bin ich dann noch viel am See laufen gegangen bei mir vor der Türe und habe dann geguckt, dass ich dann abnehme. Ach, war es mit 11 schon und da? Ja, irgendwie so 11, ja. 13 war es, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oh, okay. Ja. Und ja, da hat es dann eigentlich angefangen, aber da war das dann so, man hat sich das vorgenommen, hat das dann auch erreicht, dann so zum Wettkampftag, wenn man einen Wettkampftag hat, bevor man dann in den Ring geht oder bevor das dann anfängt, die Veranstaltung, muss man dann zum Wiegen gehen und dann wird man dann halt in den Gruppen eingeteilt. Dann auch kurz die letzten 2 Tage nichts mehr gegessen, gar nichts mehr getrunken und so, dann halt nichts wiegt und dann danach hat man dann aber wieder normal gegessen und der Jojo-Effekt, sage ich jetzt mal, das war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt da gesund essen, das war bei mir, war das eigentlich immer so extrem gar nichts essen dann. Okay, spannend, ey. Aber das finde ich krass, dass es dann schon so in der Jugend halt oder in der frühen Jugend einen so beeinflussen kann, ne? Dieser Leistungsdruck aus dem Sport, damit man da gewogen wird und in den Gewichtsklassen eingeteilt wird, das macht ja auch was mit dir, ne? Auch mental so. Ich habe dann immer gedacht, willst du leistungsstärker werden oder bist dann halt schlecht, wenn du gegen 2 oder 3 Jahre älteren Leuten kämpfen musst, ne? Und ja, da macht man sich dann schon Gedanken, ne? Und überlegt, was man da machen kann. Ja, und hast du dich da speziell dann auch schon mit der, also hast du, weil du jetzt gesagt hast, du hast dann einfach eher gar nichts gegessen so und hast was gelaufen, oder hast du dich dann schon auch konkret mit Ernährungsweisen beschäftigt und hast irgendwie Kalorien gezählt oder abgewogen oder hast... das ist jetzt noch nicht richtig. Nee, aber dann ging keine Süßigkeiten oder... Bitte? Ja, sorry, ich wollte schnell unterbrechen. Süßigkeiten? Ja, keine Süßigkeiten mehr, aber ich hatte jetzt mich da noch nicht mit beschäftigt, wie viel Fett hat jetzt das Produkt oder wie viele Kohlenhydrate und da war ich viel zu jung, sage ich jetzt mal. Ich wusste nur, ich wollte abnehmen und wenn man halt nichts isst, dann nimmt man ab. Das war dann aber dann lang nichts essen und dann Sport machen, dann ist es dann teilweise schon mal ein bisschen schwindelig im Kopf gewesen, wo man dann gar keine Energie mehr hatte. Ja, das war dann halt das war nicht richtig, das war jetzt falsch, ne? Also man sollte schon Step by Step abnehmen, wenn man abnehmen möchte und eine Ernährungsumstellung machen. So, das habe ich jetzt im Laufe der Jahre halt festgestellt, eine Ernährungsumstellung, das ist das Einzige, was dir weiterhilft, dass du es auch halten kannst, ne? Und dass du halt auch nichts vermisst. So, wenn man diätet, dann hat man irgendwie Mangelerscheinungen, wenn man dann Zucker haben oder was weiß ich. Oder man hat halt zu wenig Grundumsatz und dann fällt man immer wieder zurück. Und jetzt gucke ich halt, dass ich meine Ernährung so umstelle, dass ich satt bin, dass ich mich gut fühle und mein Gewicht halte. Das finde ich super wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich will es gerade nochmal vorheben, dass das, falls jetzt jeder, der zuguckt oder zuhört, dass es nicht der Sinn sein kann, einfach nichts zu essen und Sport zu machen. Also das ist ja das, was du sagst, ne? Sondern eher sich damit beschäftigen, halt, was esse ich und auch wann. Und dann anstatt gar nichts zu essen, lieber darauf zu achten, was ich esse. So. Jetzt hast du gesagt, du hast dann selbst deine Ernährung umgestellt. Also kam das dann schon, dass du dich mit Ernährung befasst hast, ne, und hast geguckt, okay, was ist gut, was ist gesund, was hat, wie viel Kohlenhydrate hat das, wie viel Fett hat das? Genau. Wann war das so? Wann hast du dann angefangen, okay, jetzt tue ich bewusst mal meine Ernährung umstellen? War das schon in deiner Zeit als Bauleiter oder? Das war davor, so mit 17 oder 18.
ja, so mit 17, glaube ich, hat es langsam angefangen. Mit 18 war es dann schon was extremer. Da habe ich dann angefangen, dann ins Fitnessstudio halt zu gehen. Ja. Und da habe ich dann auch Bodybuilding gemacht. Da war ich 10 Kilo schwerer wie jetzt und hatte viel weniger Körperfett. Also da war ich auch schon so ein Brocken, sage ich jetzt mal. Und ja, da habe ich natürlich dann strikte Pläne gehabt. Da habe ich wirklich abgewogen alles und hier Eiweiß, da Amino und mit Supplements hantiert. Und ja, da habe ich dann probiert, dann auch alles einzuhalten. Ne? Ja. Aber ja. Wie hat dann da so... Wie hat dann da so ein Alltag bei dir ausgesehen, sagen wir mal, ernährungstechnisch? Also wenn du jetzt da zu der Zeit, wo du dann gesagt hast, du warst im Fitnessstudio und so weiter. Einfach mal ernährungstechnisch, grob, ja, dann... Ja, wie war... Ich habe dann halt immer geguckt, viel Fleisch oder Fisch zu essen, viele Eiweiße halt. Was war das jetzt? Wie habe ich das... Also wie jetzt genau der Plan? Ich hatte immer verschiedene Pläne, die habe ich mir von Trainern geben lassen oder aus dem Internet rausgezogen. Und da stand dann halt dann wirklich drauf, wie viel das dann ist, wie viel man braucht. Und das habe ich dann halt auch abgewogen. Und wenn das ein halber Apfel war, dann habe ich nur einen halben Apfel genommen, sage ich jetzt mal. Oder, okay, ja. Spannend. Ey. Also hast du es richtig, also ich sag mal jetzt in Anführungszeichen extrem gemacht, einfach halt. Ja, genau, richtig. Ich meine, so kommt man ja dann auch, wenn man tatsächlich das Ziel hat, irgendwie mit dem Bodybuilding auf die Bühne zu gehen, dann geht es ja nur so, ne? Wenn man dieses Ziel hat. Jetzt, wie hat sich das dann verändert? Ich sag mal, wahrscheinlich hast du während deiner Reisephase als Bauleiter, konntest du dann nicht irgendwie so strikte Pläne verfolgen. Wie hat sich das... Ja, genau. Wie ging das da weiter ernährungstechnisch? Hast du dich da trotzdem gut ernährt oder hast du... Ja, genau. Ja, dann fing das Reisen halt an als Bauleiter, war dann halt international unterwegs, hab dann da die Baustellen abgewickelt und war kaum zu Hause, hab mich dann auch aus den Sportvereinen rausgetan, aus dem Taekwondo und Kickboxen, was ich da alles gemacht habe und bin auch nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen und dann ist dann meine athletische oder muskulöse Körper dann halt auch immer mehr zurückgegangen, ne? Und am Anfang hat man dann probiert, dann da noch laufen zu gehen oder irgendwie Fitnessstudios aufzusuchen. Also ich habe die ganze Zeit immer Sport gemacht, aber das war dann immer auf und ab. Das hat dann immer davon abgehangen, wie lange so eine Baustelle war, mit was für Kollegen man unterwegs war, welche Gegebenheiten man hatte. Das war halt ziemlich schwierig auf der Baustelle. Aber wenn man halt kein Fitnessstudio dann da hatte, bin ich dann immer laufen gegangen, habe dann probiert, ein-, zweimal die Woche Sport zu machen, dadurch, indem ich laufen gehe. Aber ja, habe dann halt gemerkt, dass ich dann doch immer mehr Bauch bekommen habe, die Muskeln weggegangen sind und eigentlich so, wann war das jetzt so, vor 5 Jahren war dann so ein prägendes Erlebnis, sag ich mal, so ein prägender Punkt im Baustellenleben. Da hatte ich dann eine Baustelle in den USA und ja, sehr viel Fastfood gibt es halt da in den USA und mittags ist man immer vom Kunden eingeladen worden. Abends habe ich dann den Kunden eingeladen. Ich hatte dann da ein schönes Haus, habe dann den ganzen Arbeiter immer eingeladen und die Kunden. Und dann gab es dann da immer Fleisch und Bier und alles Mögliche und dann haben wir uns gut gehen lassen. Und ja, wo ich dann nach Deutschland zurückgekommen, also der Sport, der war dann auch, keine Ahnung, dann schon vielleicht einmal die Woche gemacht oder alle 2 Wochen einmal. Da war halt auch im Sommer, da war es warm. Und wo ich dann nach Hause gekommen bin nach einem halben Jahr, da habe ich dann 10 Kilo mehr gewogen. Wow, okay, welcome to America. Das war schon krass, ja. Ja, und dann... ja, dann hat man halt auch gemerkt, man fühlt sich unwohl und wenn man die Treppen hochläuft, nicht mehr so viel Luft und so ungesund und so unsportlich war ich halt noch nie gewesen und da habe ich dann mir wirklich Gedanken gemacht und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt und dann habe ich eigentlich bewusst angefangen mit dieser Ernährungsumstellung, weil ich dann so gesagt habe. Okay, schieß los. Ja, da habe ich dann halt bewusster gegessen,
aber da habe ich dann halt auch langsam abgenommen. Ich habe dann auch probiert, diese 10 Kilo, die ich dann vorher, keine Ahnung, in 2 Monaten abgenommen hätte, wo ich dann halt nichts gegessen habe, immer, habe ich da jetzt über ein Jahr fast abgenommen, ne? Oder 9 Monate waren es. Ja, okay. Und da habe ich dann halt immer geguckt, dass ich dann so knapp unter meinem Kalorienlevel geblieben bin. Ja. Dass ich dann jeden Tag dann vielleicht 300 Kalorien und weniger eingenommen habe. Habe natürlich dann auch sehr viel Sport gemacht. Bin dann ja, laufen gegangen, wieder ins Fitnessstudio und alles Mögliche. Und dann habe ich dann auch, danach hatte ich natürlich auch noch Baustellen und habe mir das dann aber so gelegt und war dann auch ehrgeizig und habe mir so im Kopf gesetzt und bin dann auch morgens, war mir das dann egal, dann bin ich morgens um 5 Uhr aufgestanden oder um 6 Uhr und bin dann laufen gegangen. Ne? Ja, klasse, und hast du Prioritäten gesetzt. Ja, genau. Ja, also das war echt schon, also ich habe mich echt schlecht gefühlt nach diesem halben Jahr. Nicht mehr so viel Luft bekommen und halt, man war nicht mehr so beweglich, man hat einen richtigen Bauch hatte ich dann da. Und ja, und das hat mich dann irgendwie geprägt und das wollte ich nicht mehr. Ja, krass, und, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gerne nochmal einhaken bei der Amerika-Story. Da hatten wir haben ja vorher schon ein bisschen gequatscht und da hattest du erzählt, du warst doch mal in Amerika joggen, gell? Und das ist da so eine Begegnung. Ja, es ist natürlich auch in Amerika schwer, Sport zu machen. Die sind halt ziemlich faul, sag ich jetzt mal, die meisten. Sehr viele Fastfood-Ketten, überall Drive-In-Schalter. Wenn man Geld abheben geht, fährt man mit einem Auto hin und geht zum Schalter, hebt das ab. Man muss nirgendwo aussteigen und sind halt ziemlich bequem. Und da bin ich dann halt mal einen heißen Sommertag laufen gewesen und dann hat mich die Polizei angehalten, gefragt, was ich mache. Das war für die total unnormal, dass man laufen geht. Da war ich wirklich der Einzige, der laufen gegangen war. Das war so ein kleines Dorf halt und ja, das war ziemlich lustig. Ja, das ist echt, also das ist ziemlich Amerika auch. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja. So hat man es dann auch schon ein bisschen schwerer gemacht bekommen. Und natürlich auch auf der Baustelle, wenn man dann Kollegen hat, und die gehen dann abends wollen, auf der Baustelle ist es halt so, die meisten, die trinken schon gerne ein Bierchen oder gehen direkt ins Restaurant. Und wenn man dann sagt, ich gehe jetzt, mach Sport, dann kriegt man es von denen dann auch schon mal schwer gemacht, dass man dann einen blöden Spruch gesetzt bekommt oder so, ne? Ja, glaube ich. Da ist man dann auch schnell aus der Gesellschaft. Aus dem Team dann, ja, schon, sag ich mal, so ein bisschen, ne? So merkt man das dann schon, klar. Viele Sachen werden halt nach der Arbeit dann auch beim Bier besprochen, die man dann nicht mitbekommt. Ja, das glaube ich dir. Was dann jetzt teilweise auch schwer für mich war jetzt als Bauleiter, der eigentlich die ganzen Informationen bündeln musste, ne? Der zu dem alles zufließen musste. Ja, klar, das ist ja ähnlich wie wenn jetzt, hatte ich letztens Interview mit der Steffi, wenn du sagst, okay, du isst irgendwie nur abends und gehst mittags dann nicht mit deinen Kollegen irgendwie in die Kantine, weil du da eh nichts essen würdest, dann verpasst du halt viele Gespräche auch, ne, die auch vielleicht... Ja, genau. Ne? Ja, richtig. Ja. Danach bin ich dann da immer hingegangen, klar, aber dann halt nur ein Wasser, ne, oder ein Sprudel oder irgendwie sowas, oder ein Orangensaft, ne. Ja, das ist dann schon was anderes, ne. Ja, und besonders, wenn die einen dann anders kennen, vorher hat man dann da mitgesessen und hat dann da immer ein Bierchen getrunken und fertig gegessen. Ja, zuerst ganz unklar. Aber hast du das dann einfach halt für dich durchgesetzt und hast dann deine Stellung halt so gehalten, ne? Ja, klar, richtig. Nachher ist dann da auch Akzeptanz reingekommen, ne? Also, das war halt für mich komisch und haben dann gesagt, das war jetzt eine kurze Phase, ne? Es gibt immer ein paar auf der Baustelle, da waren auch welche, die sind dann auch immer mit dem Fahrrad gefahren oder. Aber es war dann halt ein ganz geringer Prozentsatz, 5%, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, okay. Aber da muss man sich dann halt zuerst mal durchsetzen. Also ich hatte dann in Frankreich hatte ich eine Baustelle, das war im Winter, da war es dann, keine Ahnung, minus 10 Grad und Schnee. Und da habe ich mein Fahrrad mitgenommen und bin jeden Tag, habe meinen Dienstwagen am Hotel stehen gelassen und bin dann mit dem Fahrrad 10 Kilometer oder 15 Kilometer, das war, durch den Schnee gefahren zur Arbeit. Ne? Und mega. Wo ich das dann ein paar Wochen durchgezogen habe, dann haben die gesehen, der meint es ernst. Und ja. Genau, und dann hast du den Respekt, ne? Gesehen, dass man dann, ja, genau. Und dann langsam haben die dann gesehen, dass man dann
sportlicher wurde, ein bisschen weniger Bauch war. Und dann gaben dann vielleicht mal Kollegen, ab und zu kommen immer neue Kollegen, die mich dann in den USA gesehen haben oder schon länger nicht mehr gesehen haben, die sagen, was ist mit dir los? Hast du abgenommen? Was ist passiert? Und das, dann hat man die Akzeptanz und das macht dann natürlich auch einen dann stolz. Ne? Ja, klar. Und dann wird da man sich dann auch gefreut. Ja. Richtig. Wie würdest du sagen, wirkt sich die, wenn du jetzt dich gut ernährst oder so, wie du dich gerade ernährst, wie wirkt sich das auf deine Psyche, auf deine Emotionen aus? Findest du, also merkst du das richtig, dass es dir auch gedanklich gut tut oder fühlst du einfach nur im Körper so, ah ja, ich fühle mich fitter, ich fühle mich beweglicher und oder merkst du es auch richtig? Ja, man ist halt nicht mehr so müde, man ist fokussierter, sage ich jetzt mal. Man kann besser denken, ja. Und hast du das also, auch jetzt, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, also ich frage das aus dem Grund, wie es bei mir ist so, wenn du dann jetzt dir vorgenommen hast, ja, heute esse ich irgendwie Putensteak mit Salat heute Abend und dann überlegst du heute Mittag so, ich esse jetzt irgendwie Brötchen mit Butter oder so, mit Salz und dann fühlst du dich irgendwie schlecht danach, weil es einfach nicht gut war und machst dir dann halt Gedanken drum oder hast du das nicht so? Ja, das habe ich jetzt auch noch, aber das wird halt auch immer weniger und ist immer kürzer. Was ich jetzt halt auch festgestellt habe in den letzten Jahren, in den letzten 5 Jahren, wo ich dann bewusster esse, man muss sich auch mal belohnen oder man darf auch mal essen, was einem Spaß macht. Wenn man jetzt halt nur nach Plan arbeitet, ist es halt sehr, sehr schwierig. Da knickt man irgendwann ein. Und ich sag mir jetzt dann, ich esse halt gerne Schokolade und wenn ich dann Bock auf Schokolade habe, dann gehe ich mir eine Tafel Schokolade holen. Und wenn ich noch eine Tüte Chips habe, dann esse ich die vielleicht auch noch. Okay. In dem Moment, klar. Ja. Da fühle ich mich jetzt gerade nicht toll. Dann denkst du, warum hast du das jetzt gemacht? Ja. Aber ich weiß jetzt halt, dann ist halt am nächsten Tag ein Kilo mehr da, aber dann esse ich wieder ganz normal und dann pendelt sich das wieder ein. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Das Schlimmste, was man halt machen kann, also was ich jetzt festgestellt habe, zu lange in dem Trott wieder reinkommen. Man darf gar nicht sich die Chance geben, wieder in dem Trott reinzukommen. Wenn man wieder isst, so ungesund essen, kein Sport, ist es halt ziemlich schwierig, da wieder reinzukommen. Es ist auch machbar, aber es ist halt schwierig. Und wenn man dann einen Tag oder 2 Tage gesündigt hat oder keinen Sport mehr gemacht hat, dann merke ich persönlich halt, ich fühle mich halt auch schlechter. Denke immer so an USA zurück, wie schlecht es mir da ging. Und ja, und dann geht es wieder zurück zum Alltag. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich will es nochmal wiederholen, weil wenn du jetzt sagst, naja, dann hole ich mir eine Schokolade und hole mir eine Tüte Chips und dann esse ich auch vielleicht mal die ganze Tafel und die ganze Tüte Chips. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung für dich, wenn du dich dann noch wohlfühlst dabei, wenn du am nächsten Tag halt wieder merkst, okay, jetzt, das war gestern gut, aber das ist kein Grund, jetzt das heute wieder genauso zu machen, sondern jetzt gehe ich zu meinem alten Programm wieder zurück und mach's weiter so. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das habe ich für mich jetzt festgestellt. Cool, danke. Und der erste Step. Man muss sich auch schon mal belohnen. Man muss sich auch belohnen, ne? Also, das braucht jeder Mensch. Ja, auf jeden Fall, ey. Würde ich jetzt spannend finden, weil du gesagt hast, dann so nach dem Plan und sowas. Wie sieht denn aktuell dein Alltag so aus? Ich meine, jetzt hast du ein sau außergewöhnliches Leben. Ich finde es cool, dass du da jetzt auch teilweise ein bisschen durch deine Wohnung geführt. Wie sieht denn aktuell dein Ernährungsalltag bzw. Sportalltag aus? Lass uns da mal teilhaben. Also ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Morgens gehe ich immer laufen, so gegen 6 Uhr. Und wenn ich um 5 Uhr aufwache, dann gehe ich schon um 5 Uhr laufen. Cool. Und ja, dann wird eigentlich gefrühstückt. Ich bin, also Frühstück brauche ich eigentlich immer, das bringt mich durch den Tag. Ja. Was ich jetzt seit 2 Wochen geändert habe, ich probiere jetzt halt auch dieses Intervallfasten aus. Jetzt verlagere ich mein Frühstück halt ein bisschen später. Frühstück auf jeden Fall, meinen Kaffee brauche ich. Ja, cool. Und ja. Und dann kann ich im Tag starten.
Und ohne Sport bin ich müde tagsüber und ja, teilweise, ja, je nachdem, ja, teilweise auch unausstehbar. Also ich brauche mittlerweile meinen Sport. Cool, ey. Und wenn es dann auch nur ein bisschen spazieren ist, ne? Da kannst du dir echt die Hand geben. Also wenn ich auch morgens meinen Sport nicht habe, egal ob es, wie du sagst, nur ein bisschen spazieren, nur ein bisschen bewegen und danach vielleicht duschen und dann ist schon alles anders. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Und jetzt hast du gesagt, Intervallfasten, wie machst du, also bei welchem Zeitraum nimmst du da? Hast du da bestimmt einen Zeitraum, irgendwie 16:8 oder? Also ich hatte mir so 16:8 vorgenommen, aber irgendwie fällt mir das so relativ leichter, wie ich gedacht habe. Und meistens werden das dann so 18 oder 19 Stunden, ja, die ich dann nichts esse. Und wie sieht dein Frühstück dann aus? Bei mir ist das halt, ja, also jetzt halt 10.30 Uhr oder 10 Uhr frühstücke ich dann halt. Ja. Und was ich eigentlich jetzt schon fast jeden Morgen esse, ich mache mir mal so eine schöne Smoothie Bowl mit allen möglichen Obst. Das ist halt hier in Asien, kriegt man das halt frisch. Frische Mangos, die schmecken total anders wie in Deutschland. Mango, Passionfruit, Banane, was ich halt gerade im Kühlschrank habe, mit ein bisschen Müsli. Und ja, genau. Das esse ich dann morgens. Und das esse ich dann auch ausreichend viel. Und da komme ich schon fast mit über den Tag. Ja. Meistens auch vorher, also bevor ich das Intervallfasten gemacht habe, habe ich eigentlich nie mittags gegessen, habe nur abends gegessen. Aber was ich halt immer mache, wenn ich mich hungrig fühle, gucke ich, dass ich immer viele Snacks nehme. Okay. Zwischendurch immer so ein bisschen Salat, ein bisschen Obst, ja, oder mal ein Müsli-Riegel, ja, was gerade halt da ist, genau. Immer so zwischendurch dann bis über den Tag. Ja, genau. Weil das Problem ist bei mir, wenn ich halt zu lange warte und dann zu hungrig bin und dann einmal anfange, dann esse ich halt wieder über den Hunger. Man darf halt, das ist bei mir so, ich darf nicht richtig hungrig sein, ja, dann esse ich viel zu viel. Wenn ich immer so ein leichtes Sättigungsgefühl habe, dann ist das in Ordnung. Okay, spannend, ey, weil da würde ich gerade mal ganz kurz eine aktuelle Story von mir erzählen. Das war auch dieses Intervallfasten und ich habe irgendwie gemerkt, also vielleicht ist es jetzt auch nur eine Vermutung, ich würde es gerne mal anders auch ausprobieren. Ich mache aktuell das so, dass ich echt nur abends esse, ne? Und jetzt hatte ich gestern eigentlich dieselbe Situation, die du gerade erzählt hast. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und habe dann natürlich übertrieben Hunger gehabt. Und dann habe ich halt auch sowas von über den Hunger gegessen und dann fühlst du dich so schlecht eigentlich. Naja, ja. Ja, das könnte ich halt auch nicht. Das habe ich auch. Also ich mache das jetzt halt morgens um 10.30 Uhr, esse ich dann und dann sage ich dann, um 18.30 Uhr esse ich dann das Letzte. Aber meistens ist das jetzt so 16 Uhr oder eben habe ich jetzt um 15 Uhr was gegessen. Ich werde jetzt nichts mehr essen. Also wenn ich dann morgens so gut esse und dann hatte ich noch ein paar Kartoffeln und Möhren da, die habe ich mir warm gemacht. Ja. Ja, und genau. Weil ich stehe halt früh auf, dann mache ich Sport und nach dem Sport habe ich eigentlich so 1-2 Stunden gar keinen Hunger. Das ist irgendwie total gut. Ja. Ich stehe dann um 6 Uhr, sage ich mal, gehe ich laufen bis um 7 Uhr, dann nimmt man eine Dusche und ja, dann ist das in Ordnung, wenn man erst um 10 Uhr dann isst. Ja, und dann hast du halt richtig Hunger. Da habe ich noch gar keinen Hunger. Genau, dann kriege ich richtig Hunger und dann esse ich halt viel. Und zwischen, ja, keine Ahnung, so, dann kriegt man dann zwischendurch ein bisschen Hunger jetzt, dann isst man ein bisschen Obst oder so und dann das Letzte dann abends dann warm. Ja, und da, was ist da so ein Beispiel? Ich meine, du hast jetzt schon mal gesagt, so Kartoffeln mit Karotten oder ja, so. Jetzt eben, das hatte ich jetzt, weil ich war viel im Kühlschrank, ich hatte heute viel zu tun oder musste heute warten auf eine Paketlieferung. Meistens gehe ich dann auch hier raus in Restaurants, kriegst da überall gutes, günstiges, gesundes Essen. Manchmal auch was Ungesundes, es ist oft auch hier mit frittiert, mit viel mit Öl. Ja. Aber ja, also ich gehe dann auch oft raus. Nudeln, Pasta, Salate. Ich wollte gerade fragen, ob so. Nudeln gibt es ja schon mal. Welche? Oder hier gibt es halt viel mit. Welche Nudeln hast du eben gesagt? Ja, so frittierte Nudeln, das heißt jetzt hier Partei. Ja. Oh ja. So Nudeln mit Erdnüssen und Gemüse und Ei, vielleicht Tofu. Dann kann man halt ausprobieren, ob man mit Fisch haben möchte
oder mit Chicken. Ich bin dann meistens mit Chicken. Genau. Ja, geil, das hört sich super lecker an, ey. Ja, vielen Dank. Also jetzt hier, also wenn du auch so ins Ausland bist, also so in Asien, ist es halt total geil. Also da ist das Essen halt günstig und richtig gut. Also wenn man dieses Local-Essen isst halt, das schmeckt richtig geil. So viele Gewürze haben die halt hier. Und ich habe auch mal so einen Kochkursus gemacht und da habe ich dann wirklich mal gesehen, was die ja alles haben. Und bei denen ist das halt das ganze Gemüse, das ist viel, viel kleiner wie in Deutschland. Oder auch das ganze Obst. Und je kleiner das ist, desto geschmacksintensiver ist das auch. Ach was. Und da ist irgendwie viel mehr Geschmack drin. Okay, wow, das ja. Kommt. Und ja, also hier gehe ich jetzt einmal die Woche, mache ich Großeinkauf auf dem Markt und gehe dann immer frisches Gemüse holen, frisches Obst. Ja. Genau. Ja, da sind wir schon bei einer Frage, die ich auch noch da habe. So, was schätzt du momentan, was du im Monat ausgibst für Lebensmittel bei euch da und wie oft gehst du einkaufen? Also hast du jetzt schon gesagt, einmal die Woche? Ja, so einmal die Woche mache ich Großeinkauf, wo ich dann wirklich alles an Gemüse und Obst, was ich brauche, was ich brauche. Weil jetzt halt durch die Corona-Zeit habe ich jetzt viel immer gekauft. Jetzt macht langsam das die Restaurants auf, dann werde ich auch nicht mehr so viel kochen, ne? Aber, ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, das ist auch nicht so teuer, wenn du essen gehst, oder? Ja, genau. Also, du kannst ja schon für 1 Euro essen. Das ist dann aber wirklich so eine ganz kleine Suppenküche auf der Straße. Oder ich sage mal, für 3-4 Euro kannst du schon richtig vernünftig essen, ausreichend essen, ne? Ja. Das ist natürlich auch für 10 Euro oder Western essen. Aber nur mal auf die Frage zurück, was gebe ich hier an Essen aus? 300 Euro gebe ich ja schon aus oder 400 Euro, 400 Euro bestimmt. Ja. Ja, ist halt auch wichtig, ne? Also, ist eine Sache von. Ja. Also, ich will auch immer gutes Essen haben. Ich gehe dann immer zum Markt und gucke, dass das dann auch bio ist. Muss das nicht gerade gespritzt sein und ja. Da gebe ich dann auch lieber ein bisschen mehr aus. Ja. Richtig. Und wenn Genau. Das habe ich auch so in Deutschland auch immer gemacht. Du kannst ja wahrscheinlich schon für 200 Euro leben, ne? Aber ja, hast du ab und zu vielleicht mal Bock, dann auch Western essen zu gehen, dann zahlst du natürlich auch schon mal ein bisschen mehr. Ab und zu habe ich schon mal Bock auf deutsches Essen, hier gibt es auch deutsche Restaurants, dann zahle ich auch 15 Euro oder 20 Euro, ne? Ja, okay. Ja. Spannend. Aber mit 300 Euro kommst du ja schon sehr gut aus. Das glaube ich dir, da kann man sich gut gehen lassen, ne? Ja. Wenn du halt jedes Tag ins Restaurant gehen möchtest, für 3 Euro, ja, mal 30, ja, das ist ja gar nichts. Da sind wir auch nur bei 100 Euro, ja. Das ist ja gar nichts, ja. Das ist echt gar nichts, ey. Ja, Marcel, ey, das ist super spannend, mit dir zu quatschen hier. Ich habe noch so ein paar Fragen zum Schluss jetzt. Ja, gerne. Und zwar, gibt es ein Vorbild oder jemanden, wo du sagst, boah, das würde mich mal super interessieren, wie der sich ernährt, wie der seinen Alltag gestaltet, so was Bewegung und Sport und Ernährung angeht? Ja, Vorbilder. Vorbilder habe ich eigentlich keine. Also, ja. Was ich halt immer mache, ich informiere mich immer sehr viel von, ich habe viele Leute, denen ich folge und suche mir dann immer das Beste für mich raus. Ja, genau. Und gibt's zum Beispiel. Jeder Körper ist halt auch individuell. Ja, was mir jetzt gerade vielleicht einfällt, ich folge Julian Host. Sagt dir das was? Ja. Das ist so ein ist halt auch so ein Unternehmer und der geht halt sehr viel laufen. Jetzt diese Woche macht er zum Beispiel 100K Week. Also der geht jetzt in der Woche 100 Kilometer laufen. Der steht dann halt auch früh morgens immer auf und läuft dann da 20 Kilometer, hat dann da aber sein Start-up, was er noch am Managen ist. Ja. Sowas würde mich dann, das ist dann schon natürlich schon eine ganz andere Liga, wenn man dann ein Unternehmen führt und dann noch Sport macht und das dann alles durchgetaktet. Da kann man halt auch nicht immer selber kochen. Das würde mich vielleicht mal interessieren. Spannend, ey, cool. Danke für die Inspiration. Also jeder, der den nicht kennt, ich packe mal unten Dr. Julian Hospke, das ist auch mit der
Mit Kryptowährung und so hat er viel zu tun. Ja, genau. Ja. Ja, genau, Krypto, richtig. Ja, spannend, ey. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, ja. Ja, aber der macht halt auch viel so mit Zeitmanagement zu Time Horizont und halt auch Anlegen, auch andere Investmentklassen. Ja. Sein Steckenpferd ist halt Kryptowährung. Ja, okay. Hast du eine Buchempfehlung? Egal welches Thema. The Big Five, sagt ihr das was? Von John Strelecki? Big Five for Life? Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja, geil. Ja, fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist halt ganz cool. Das habe ich erst während der Reise gelesen, aber das hat mir dann halt noch mehr gezeigt, dass man halt, bei mir war es halt früher sehr viel, um Geld zu verdienen, dass man halt nicht nur arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Man sollte arbeiten, damit man Spaß hat. Ja, Mann. Dass man die Arbeit in seinem Leben integrieren soll. Das ist viel. Genau darum habe ich mich jetzt halt auch dazu entschieden, was in der Fitness-, Ernährungsbranche zu machen, weil mich das doch irgendwie mein ganzes Leben begleitet. Voll cool. Und das beschreibt das Buch eigentlich sehr gut. Man muss dann auch jeder Mitarbeiter seine Big Fives nennen. Die müssen dann halt zu dem Job passen. Oder der Job wird dann darauf angepasst. Und ja, man müsste, ist halt nicht verkehrt, wenn man so Lebensziele hat, ne? Auf jeden Fall. Da ist ja das Big Five for Life ist ja echt so ein bisschen unternehmerisch gemünzt, ne? Hast du auch das Kaffee am Rande gelesen? Ja, genau. Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich hier irgendwo als E-Book, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Ja, geil, das kann ich dir nur empfehlen. Ey, lest das mal alles. Okay. Ja. Das ist echt. Ja, gut. Ja. Jetzt, da hacke ich gerade mal kurz ein, ne? Wenn jetzt aktuell, du machst ja gerade dieses OTL-Diplom, ne? Wenn jetzt aktuell gibt es ja noch nichts von dir, aber falls es irgendwann sich entwickelt und wenn dir jetzt in einem Jahr, man weiß ja nicht, wann hier der Zuhörer oder Zuschauer gerade den Podcast oder das YouTube-Video guckt, falls es dann schon was von dir gibt, dann packe ich es auch unten rein, das kannst du mir einfach dann schicken. Ja, ich habe halt jetzt so einen Instagram-Kanal gemacht, da ist es halt noch nichts drauf. Muss ich jetzt mal überlegen, ich hatte es vielleicht schon überlegt, dass ich so ein bisschen so erzähle von dem Diplom, wie das abläuft oder da mal ein bisschen reingucken lasse, aber das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist Fit mit Cookie bei Instagram. Fit mit Cookie. Genau. Cool. Ich packe auch den Link unten rein. Das hört sich gut an. Ey. Ich finde das auch, das würde ich sogar auch spannend, also was heißt sogar, das würde ich spannend finden, wenn du das so ein bisschen mitteilst, wie das Diplom abläuft. Ja, das ist echt cool. Naja, genau. Das ist halt schon sehr interessant, sehr umfangreich, wenn man sich da jetzt mal so mit beschäftigt. So am Anfang denkt man das ist halt ein Fitnesstrainer. Aber da steckt schon einiges hinter, besonders jetzt mit den Ernährungen. Da erhoffe ich mir dann halt auch privat dann selber viel einfließen zu lassen, dann vielleicht bei mir selber noch was zu ändern. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Mega, cool. Da lernt man halt, was ich bis jetzt da gesehen habe, sieht man es halt dann auch nochmal, da wird dann auch nochmal hervorgehoben, dass jeder Körper dann halt individuell ist und dass man dann auf jeden Körper verschieden reagieren muss, andere Pläne nehmen muss. Ja klar, da gehst du nochmal viel mehr ins Detail. Genau, das kann ganz interessant. Ja, das denke ich, das ist ganz interessant. Vielleicht mache ich das. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Du darfst ganz wild spinnen, ne? Wenn du jetzt mal spinnst und überlegst, so welches Produkt oder welche Dienstleistung dir deinen Alltag im Sinne in der Ernährung erleichtern würden. Also was dir so sagen würdest, ey geil, wenn es das geben würde, das wird so leicht machen für mich, so mich gesund oder gut zu ernähren und mich wohl zu fühlen. Ja. Hast du da was? Ich esse gerne Schokolade. Schokolade ohne Kalorien und mit vielen Vitaminen. Geil. Ja. Okay. Aber ansonsten, Das ist doch cool. Ja. Das ist doch cool. Fällt mir jetzt so ein. Ansonsten bin ich damit zufrieden. Also möchte ich jetzt halt auch nochmal hervorheben. Also ich esse jetzt mittlerweile dazu, wo ich Lust habe, sündige auch schon mal. Und ja, bin eigentlich mit meiner Ernährung zufrieden. Also ich bin nie am Hungern und das sollte halt auch keiner machen. Auch wenn man zu viel wiegt, lieber wenig abnehmen, aber kontinuierlich und dann pendelt sich das auch ein und dann hat man auch nicht diesen Jojo-Effekt. Also das habe ich persönlich festgestellt.
wenn man mal einen Durchhänger hat, greift wieder an und fangt wieder an. Und denkt an den Zeiten zurück, wo es euch schlecht gegangen ist. Vielleicht habt ihr ja dann schon 5 Kilo abgenommen, wie es euch da ging und wie gut ihr euch dann gefühlt habt, wenn ihr 5 Kilo abgenommen habt. Sagen wir es auch so ein bisschen Kopfsache. Also man muss halt immer die Glücksgefühle hervorholen und dann halt auch, wie schlecht es einem ging und dass man das nicht mehr möchte. Ja, mega, Marcel, ja. Ey, vielen Dank für die Worte. Ich finde, das waren die perfekten Schlussworte, ey. Ich hätte dir dann noch nachher oder jetzt gleich die letzten Worte überlassen, aber ich finde, das waren passende letzte Worte, ey, so nochmal das hervorzuheben, dass man einfach, ja, was du gesagt hast. Ja. Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir super Spaß mit dir gemacht und noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Viele Zuschauer und viele neue geile Gäste. Cool. Danke dir, Marcel. Ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß oder viel Erfolg mit deinem Instagram-Kanal. Mach einfach, was sich gut anfühlt für dich und alles Gute bei dem Trainerdiplom. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern, allen Zuschauern. Wenn ihr, ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich eine Rezension da lasst, egal iTunes, Spotify oder hier auf YouTube, einfach mit einem Daumen hoch. Und bestimmt wird sich der Marcel freuen, wenn ihr auf seinen Instagram-Kanal kommt. Fit mit Cookie, ich pack's nochmal unten rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Marcel, mach's gut. Ciao. Yes, danke, ciao.